Von der dritten Vorbereitungsübung das Gewicht zurück nach rechts führen, die Füße in einen Winkel stellen und die Hohlfäuste der Bärin formen. Den rechten Fuß eindrehen, die Handgelenke drücken nach unten. Bogenschritt links. Das Gewicht verlagern auf vorne 70, hinten 30. Das Gewicht wieder zurücknehmen, den Fuß zurücksetzen und den Winkel zwischen den Füßen wieder öffnen. Den linken Fuß eindrehen, Handgelenke drücken nach unten, Gewicht links. Bogenschritt rechts. Gewichtsverlagerung. Vorne 70, hinten 30. Das Gewicht wieder zurücknehmen, den Fuß zurückstellen und den linken Fuß wieder zur Seite setzen. Den rechten Fuß eindrehen. Bogenschritt links. Mit der Gewichtsverlagerung der erste Halbkreis mit den Fäusten zurückziehen, nach außen schieben und dann nach vorne drücken. Wenn man das Gewicht zurücknimmt, zweiter Halbkreis mit den Fäusten nach vorne, innen und wieder zurückziehend. Unten drücken, zurückziehen, nach außen schieben, nach vorne drücken, mit den Faust drücken, nach vorne und innen schieben und etwas zurückziehen.